Mann, ich mag meinen Job ja, ne? Ich mag meinen Job ja so, wie er ist. Er ist ja schön und er ist ja auch toll. Aber Jesus Christ, ich will halt Resident Evil spielen. So, lass mich noch mal kurz gucken. Also, Er sehnt sich nach dem Abgrund. hast du gesagt, du hast ja gesagt, das steht da auch by the way unten. Ich war nur letztes Mal zu dumm dafür. Ist etwas rot, ist noch nicht alles tot. Ist es blau, findest du es toll? Da. Also, Faustregel ist ein Raum noch rot, sind da entweder Sachen, die du noch erledigen musst, oder es liegen halt Items rum, die du entweder noch nicht gesehen hast, oder sie sind halt markiert, weil du sie gesehen hast. Ja, hier zum Beispiel beim Wartezimmer und dem Gang weiß ich, was los ist, bei der Bibliothek auch. Und hier im Stars-Büro fehlt mir ein USB-Stick. Und das hier oben ist halt ein Kombinationsschloss, wo nicht Cap ist, laut hol. Also gehe ich da am besten gar nicht mehr hin, weil hier ist in dem Lagerraum, weiß ich, ist auch ein fucking Licker. Also, I don't need this in my life right now. Deswegen, ich würde sagen, ja, ich bin ganz gut ausgestattet gerade. Geh dann einfach mal mit dem, was ich habe, Richtung Kanalisation, würde ich sagen. Up in the sewer to buy a gift, to buy a. In der Cutscene hat er auch seine Shotgun dann. Das ist so cool, sowas. That's it. That's our way out. Lieutenant Branagh! Marvin! Marvin, Marsianer. It's time to go. Ich glaube nicht, dass der. Oh oh. Ich glaube nicht, dass der irgendwo hingeht. No, no, I. Save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together. You just can. It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go. I understand. Alter. Oh, die Wunde sieht. Alter, die Wunde sieht so böse aus bei ihm. Jetzt geht die Tür hinter mir auch noch zu? Na, ganz toll. I won't let you down, Marvin. Das ist jetzt aber hier kein Point of No Return, oder? Nee, da kann man später noch hin. Weg zur Wenn du Göttin. jetzt mal so bei der Seite an der Tür guckst, da hast du dann später auch die Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Schießpulver. Und ein Typewriter. Was haben wir hier? Mehr Steel Boys. Oh, Boys. I like me some Steel Boy. Ah, super, noch ein Ventil. Not having enough of this shit. Ja, ne, ich hab ja sonst nichts. Das ist alles. Gut, ich muss dran denken, dass ich noch ein Erste-Hilfe-Spray auf Reserve hab. So, just in case. Echt cool hier aus, ey. Boy. Boy ist was anderes. Boy haben wir schon gespielt. Das Witzige Oh ist, ja, ich hatte Boy. ja überlegt, ob ich God of War versuchen soll, auf Platin zu machen. Und dann ist mir eingefallen, scheiße, du hast nicht mal ansatzweise Zeit dafür. Du bist erstmal sowas von mit Resident Evil 2 beschäftigt und dann kommt Kingdom Hearts 3, womit ich ewig lange zusitzen werde wahrscheinlich. Also streamtechnisch bin ich erstmal ausgebucht. Könnte man sagen. Aber das sind halt auch Sachen, wo ich unbedingt streamen will. So ist es ja nun nicht. Nicht so, dass ich hier denke mir so, will eigentlich gar nicht, aber es sind Spiele, die ich eigentlich spielen wollte, schon seit Ewigkeiten. Und im März geht das Ganze von vorne los. Da kommt dann Left Alive und Devil May Cry 5. Grenade! Ah, funktioniert genauso. Kann kontern. Ey, das finde ich geil. Stopfe ich so ein Vieh einfach so eine Granate ins Maul. Machst du wirklich? Ah ja, hier, ich sehe schon. Es gibt zwei Arten von Granaten und mein Messer, was ich dann ausrüsten kann. Das Schöne halt an den Granaten ist, du kannst halt die Granaten schön in so eine Meute reinkegeln lassen, macht Damage ohne Ende. Ja klar, Flächendamage. Oh, geil, ein Hubwagen. Ich bin gerettet.
Hörst auf, mit dem Hubwagen zu spielen, das ist hier die Rettung der Welt. Warte mal, da ist noch ein... Ist hier... Achso. Ach, ich bin auf Warnung, deswegen. Von der anderen Seite verschlossen. But because of why not, ne? Yeah. So, was haben wir denn hier? Spiel, Spaß, Spannung, Lebensfreude. Oh, ich höre nette Sachen. Wie gesagt, das Sounddesign in diesem Spiel ist einfach nur unglaublich geil. Und verdammt elementar. Mhm. Deswegen, Hol und ich hatten da vorhin schon so ein bisschen drüber geredet. So, der Sprung von Resi 7 zu dem jetzt hier. Oh ja. Es ist einfach ein gewaltiger Sprung. Übrigens, wenn du noch so ein bisschen Detailverliebtheit haben willst, schulter mal deine Waffe. Ja? Beweg sie mal ein bisschen umher und dann wechsel mal auf die Schrotflinte. Guck dir mal an, wie das Cycle sich ändert. Oh, ich verstehe. Jede andere Waffe hat einen anderen Bewegungscycle, zieht ein bisschen anders hinterher, etc. Mm. Das hast du in anderen Spielen echt noch nie gehabt. Stimmt, das sind so Kleinigkeiten. Da merkst du halt wirklich, sie haben den Schauspielern, wo die Motion Capture gemacht haben, wirklich unterschiedlich Modelle in die Hand gedrückt. Mm. Oh, hi, wer bist du denn? Was bist du für ein Korallenmensch? Der ist ein Doktor, töte ihn. Der will an deinen Zähne. Oh nee, der will meine Zähne? Nee, nix da. Oh Scheiße, was ist er denn? Oh fuck. Gestatten, William Birkin. Das ist Birkin? Das ist Birkin. Oh hi, Klumpi. Wo hast du den Stock her? Oh Gott. Ja, nee, Viel Spaß mit Klumpatsch, dem Wunderhund. Oh shit. Oh. Gut ist halt, er ist ein großes Ziel. Das Schlechte ist, er ist ein großes Ziel, das hier am Weg steht. Oh ja, ein großes Ziel, was sich auch noch ziemlich schnell bewegt. Und das Geile ist, man kann die Shotgun im Laufen nachladen. Oh ja. Merke ich jetzt erst. Hatte ich nicht? Ich hatte noch hier. Kombinieren. Bingo. Oh, ich habe endlich die Quick-Turn-Taste gefunden. Das Gute ist halt, für die Shotgun ist das geil. Er ist ein echt großes Ziel dafür. Kannst ihm halt ab und zu auch noch eine Granate vor die Füße rollen lassen. Mit so einem engen Gang funktioniert das noch am besten. Augi. Tatsächlich auch der Punkt, wo mir der Schaden drückt. Oh, nein! Ich konnte es nicht ins Inventar eingreifen! Oh, please don't kill me! Oh! Oh, fuck! Oh, Scheiße, er hat meinen Kopf zersplattert wie eine Traube! Alter! Ich konnte nicht auf mein Inventar zugreifen! Du warst ja aber auch gesundheitstechnisch schon ein bisschen angeschlagen, oder? Ja, ich war auf Vorsicht, dann hat er mich einmal getroffen, dann war ich auf Danger und dann wollte ich in mein Inventar zugreifen, aber er hat mich instant gegrabt. Ich konnte also nicht in mein Inventar. Ich habe nicht verstanden, was Birkin sagt. Das, klingt er wie so ein Pokémon, oder? Er sagt halt so Sachen wie Sherry, es brennt. Du Kegel. Okay, die Granate. Ja, aber. Die Granate hat aber was gebracht. Ich stand nur in einem beschissenen Winkel dazu. Es macht Möglichkeit, immer so aufs Auge zielen. Das ist so ein Schwachpunkt, der mehr Schaden drückt. Ja. Vor allem struggelt er dann auch ordentlich. Wie gesagt, das Problem war, ich konnte nicht auf mein Inventar zugreifen. Ich weiß nicht, ob das an den Hits dann lag oder. Jetzt mal, es lag am Hits dann. Aber ich weiß, ich halt ein Treffer von seiner Keule aus, also.
So viel ist schon mal gut. In dem Zustand, den du drin hast, das solltest du dann aber direkt wirklich was einnehmen. Ja, also wenn ich einmal von seiner Keule getroffen werde, dann... Volltreffer. Ja, die Granate kann man einmal nutzen, um aus dem Griff rauszukommen, aber was jetzt so nutzt oder so. Ich glaube, das ist relativ Wurst, wie ich die nutze. Hauptsache... Jesus! Ich meine, auf die Weise macht er halt nochmal richtig gut Schaden. Das andere Ding ist halt nur zum einmal wegkommen. Umso das war ein Treffer im Auge. Muss halt echt gucken, dass ich Abstand halte zu ihm. Das Auge ist jetzt kein unbedingtes Wurst, der nimmt halt auch so Schaden, aber da wackelt er halt noch am meisten mit. Ich höre ihn, nur ich sehe ihn nicht, das macht mir echt Sorgen. Musst aber aufpassen, wenn du zu weit weg gehst, macht er gerne einen Hinterhalt. Oh, ja, 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 ja! I see it! Okay, ich hatte aber Glück. Ich bin irgendwie weggerutscht. Oh, warte mal, ich habe hochwertiges Schießpulver, das sehe ich jetzt erst. Bingo. Das Gute von Eden. Das ist das Gute. Das Gute von gut und günstig. Ah! Ja. Oh shit. Mauer. Ja, hier ist das Grüne, genau. Das will ich. Ey, nimm! Oh, jetzt habe ich ein Problem. Oh! Oh, genau in dem Frame? Komm! Good luck. Oh. Jetzt sag mir nicht, ich habe ihn genau in dem Frame besiegt, wo er mir die Keule über den Schädel ziehen wollte. Doch, hast du. Ich hab's gerade mal gesehen. Genau in dem Frame! Vergiss nicht noch, die restlichen Sachen einzusammeln. Ja, ich glaube, jetzt habe ich hier unten gerade ein bisschen Ruhe. Ja. Ich bin auch auf Warning. Gut, sein Sneak Attack hat zum Glück keinen Schaden gemacht. Das ist halt ein Get Closer. Ja, halt zu weit weg, also spawnt er irgendwie an dich ran. Naja, er spawnt ja nicht an dich ran, er springt dann halt nach oben und geht über die Rohre. Ach so. Deswegen hat man ihn da oben auch noch gehört. Mhm. Oh, warte, hier liegt noch Munition. Oh, eine Menge sogar. Und noch eine Handgranate. Ah gut, habe ich was über. Hier geht's hoch, also hier geht's weiter. Haben wir hier noch... Hier noch irgendwie was rum? Da liegt doch noch was. Na, schau mal, einer guck. Bei den ganzen Kisten und... Alter, die Waldfee. Hier eine Menge meine Zeug. Güte. Also ich sehe gerade an den Einschusslöchern, deine Schrotflinte war strong. Das Ding hat eine gute Streuung, ne? Jedes zweite Rohr irgendwie durchsiebt, also das gibt einen Spaß für den Techniker. Ja, der wird seinen Spaß haben. Hätte ich hier auch irgendwie auf die Kanister schießen können oder so? Nee, nee. Achso, das sind also keine Explosivkanister hier, die... Weil ich sehe das jetzt erst, da sind ja überall so gelbe Kanister. Nee, also Explosivkanister ist nicht. Achso. Das ist wirklich pures Run-Gun. Ja, aber es hat ja funktioniert, also, ne? Alter, das ist nur ein Ventil gewesen. Ich dachte, da steht schon wieder ein Zombie. Hier, die Spinde. Ist hier noch irgendwas? Ja, eine Spinde ist noch was. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, hier ist irgendwas. Es... Entweder spielt mir meine Paranoia gerade nur einen Streich, oder... Es glitscht wirklich in so ein paar Frames immer irgendwas durch die Gegend. I have no idea anymore. Ja gut, hier und da sind ja auch da so ein paar Staubpartikel, die rein animiert werden. Wenn du so das Ding hast, dass da irgendwas im Augenwinkel wäre. Sind die wahrscheinlich, ja. Hallo, Gas, Wasser, Scheiße, röhrig. Oh Gott.
Gott, das wird noch der i-Tüpfelchen auf dem Scheißhaufen. Ich habe also gerade auf Röhrig geschossen. Der trägt die Sahne jetzt nicht mehr manuell auf. Beim nächsten Treffen macht er seinen Trademark-Move, das Biberhörnchen. Das Obi-Hörnchen. Nein, das Biberhörnchen, Trademark. Das Biberhörnchen. Da ist eine Treppe. Oh, noch ein Spind. Und ein Typewriter. Geil. Gürteltasche. Wie viele Gürteltaschen trägt Lien mittlerweile mit sich rum? Zu viele und in keinen hat er einen fancy Schlüssel. Ich stelle mir das nur vor, wie das aussehen muss, wenn der Typ einfach mit 10 Gürteltaschen rumrennt. Claire, sei ehrlich. Macht mich das fett? Dumbo. Staun. Ich pack die beiden Grünkräuter mal in die Tasche, also mal in die Box. Na gut, Grün und Rot kannst du ja mixen. Ja, ich hab noch zwei Grün-Rote, also. Ja, das Brett kannst du auch erstmal verstauen, brauchst du erstmal nicht. Ja, stimmt. Es gibt wahrscheinlich jetzt erstmal nichts, was ich irgendwie verholzen muss. Nö. Wir sind ja jetzt nicht mehr in der Polizeistation. Beziehungsweise kommen da wahrscheinlich erstmal nicht hin. Oh, ein Weilchen. Oh, cool, Gulli. Ein kleines Weilchen. Eine Aufnahme von Lien. Warum auch nicht? Guck mal, ich glaube, dem seine Krankenkasse zahlt die Zähne. So wie er gerade verdroschen wurde? Alter, der braucht einen Zahnarzt nachher. Sie brauchen keine Zähne, wenn sie keine mehr haben, Klong. Ich helfe ihnen, ich hab ein Rohr. Das war keine Hilfe. Ich hab keine Zähne mehr. Wieso ist hier alles immer nur verschlossen? Die Tür war fest verschlossen. Wieso haben die Leute überhaupt ein Zombie-Problem, wenn sie einfach die Tür abschließen? Der Zombie hat den Schlüssel. Ja, hey Danda, ich hab mir die Achievements zu Resi 2 angeguckt. Auf Platin ist das Spiel richtig brutal. Aber wie gesagt, das war bislang jeder Resi-Teil auf der PlayStation. Also auf der PS4. Die Trophäen sind so brutal fies einfach, bis auf PS4. Auf Resident Evil 4. Das habe ich auf Gold, aber da gibt's auch nicht wirklich Platin. Zum Beispiel hier nur in 14.000 Schritten. Wo, wenn man mal guckt, gibt's irgendwie einen Schrittzähler oder so? Ist ja eigentlich mal so der Trabi aufgefallen, der da rumsteht. Der Trabi? Die rote kleine Furzkiste neben der Tür. Ja! So ein fucking Trabi, was zur Hölle? Ich frage mich die ganze Zeit, das ist eine amerikanische Stadt in den 90ern. Was machen Trabis dort? Ey, da vielleicht war es ein Sammler. Erstmal ein Parkticket ziehen oder was? Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Need a keycard. Oh nein! Ja, hier, Fifi. Ich hab keine Scooby-Snacks. Verpiss dich, Scooby! Wo sind deine 5% Power hier, Jackie? Scooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby-Dooby! Scrappy-Dabby-Dooby! Durch die Kehle, ey, Alter! Stay sharp! Alter! Unfair! Der Gore-Faktor in dem Spiel ist so gut. Und so angemessen. FBI. Ja. Sorry, Ada, aber die Scheiße brauchst du mir nicht. Damit brauchst du mir nicht kommen. Hey, das hat sie aus dem Yps-Heft. Aus dem Mickey-Maus-Heft wohl eher. FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified. Where are you going? Ja, Ada ist FBI. Stop asking questions and get the hell out of here. Also wenn das FBI solche Leute hätte, dann hätten die keine Probleme. Nee, dann wäre sowas, wäre das hier gar nicht passiert. Problem ist, Ada ist so überhaupt nicht. Jetzt haben wir nicht, sie hat die Tür hinter sich verschlossen. Ach, aber cool, jetzt kann ich sehen, welche Türen offen sind. Die sind grün. Kann ich überall jetzt? Nee. Also in die grünen Bereiche kannst du. Lass mich mal gucken. Ja, da ist auch noch ein grüner Bereich. Nur da ist rot. Gibt's hier zwei Wege. Guck erstmal hier. Geh erstmal den Non-Ada-Weg.
Immerhin funktioniert der Snackautomat noch. Oh, ich glaube, ich habe eine schlechte Idee gehabt. Scheiße. Schießstand. Ach ja, da gibt's einen von diesen Mr. Raccoon-Figuren in der Ecke. Notiz. Mein Sammelobjekt. Schlüssel, Einsatzwagen 7439. Details. Verborgener, unbrauchbarer Schlüssel, mit dem man ein paar noch per Tastendruck können Kopf öffnen kann. Nani. Du musst einfach in die Garage gehen und das Ding drücken. Eine Dose. Ist das jetzt eine Anspielung auf fucking Resi 7? Mhm. So nach dem Motto, hier, guck mal, wir haben damals gedacht, das wäre cool. Lass mich raten, ist da auch Ekelzeug drin? Nee, es ist nur ein Schlüssel. Aber guck mal, du kriegst das Ding auf, ohne dass du mit einem Messer dran rumfummelst. Ah, ja, ja. Alter, die Atmosphäre ist so fucking creepy. Ich meine, wenn du jetzt mit der Taschenlampe Richtung Schießstand leuchtest, siehst du in der Ecke sogar noch so eine Wackelkopffigur von Mr. Raccoon. Ja, ich glaube, ist sie das? Muss ich da drauf schießen auf die Dinger? Auf so einem roten Sockel steht das Ding in der Ecke. Ich kann das nicht ganz erkennen, ob es das ist. Ja, das ist es. Ah! Wenn du halt alle von denen erwischt hast in allen Durchläufen, kriegst du das unendliche Messer. Mir fehlt nur noch ein einziger. Ach ja, eine Nachricht von Mr. Raccoon. Hallo Jungs und Mädels, hier ist ein Freund aus der Raccoon City Zoo. Schön, hey, euch zu sehen. Wo ist deine Goofy-Stimme? Ach ja, heute möchte ich euch über etwas reden, das sehr Herzen liegt. Ihr kennt doch die beliebte Mr. Raccoon-Figur, oder? Ich hab's ja gehört, bösen Kinder, die eine für Schießübungen benutzen. Aber das macht mich sehr traurig, ja, Jörg? Liebe Kinder würden mir noch nie gemein sein, oder? Das ist total mega gefährlich. Also lasst bitte schön bleiben. Wir sehen uns im Zoo, Mr. Raccoon over. Seit wann ist Goofy Türke? Vor allem seit wann ist Goofy ein betrunkener Türke? Fragen über Fragen. Oh shit, das ist ein Rätsel. Das bedeutet doch hier Business. Ihr bleibt doch nicht liegen. Bleiben sie nicht. Oh, guck mal, Munition in der Ecke. Nee, das ist ganzen langen, dunklen Weg entlang. Wie gesagt, so eine Kleinigkeit, wo ich schon richtig geil fand, dass Leon halt sich immer anders bewegt, je nachdem, wie sein körperlicher Status ist. Ja gut, das hast du ja schon damals gehabt. Ja, aber auch noch eine andere Sache, die ich geil fand, ist, dass er sich immer so ein bisschen selber zuredet. Mhm. So nach dem Motto, you can do this. Hm? Gib dem Ganzen halt ein gewisses Ding an Persönlichkeit. Eben. Also mal von Persönlichkeit ganz zu schweigen, aber es gibt ihm halt ein bisschen mehr noch. Es ist halt so, wieder so diese Detailliebe, wo in 7 mehr als nur gefehlt hat. Es ist halt glaubwürdiger, wenn eine Figur irgendwann auch mal die Nerven verliert und sich denkt, fick die Hölle, anstatt, oh, ich hab mein Bein verloren. Oh, passiert. Ich hab einen Hund gehört. Hunde sind mir echt blaues Kraut. Ja, sei froh, dass es nur Hunde sind. Es könnte schlimmer sein. Könnten Zahnärzte sein. Ja. Oder ein erschossener Schlecker. Der Zwinger. Ja, Mensch. Wissen wir schon mal, wo die Mistviecher herkamen. Oh, yes. Shotgun-Muni. Yes. Wenn ich schon hochwertiges Schießpulver finde, ne? Du kennst ja übrigens noch die guten alten Hausregeln in Horrorfilmen, oder? Welche meinst du? Wenn du an Tieren vorbeigehst, die in einem Käfig gucken, bist du ganz sicher, dass sie irgendwann abhauen werden. Kann ich das Ganze nicht präventiv machen? Kannst du? Ich würde am besten mit der Pistole draufhalten. Weglaufen können sie ja nicht. Ach ja, stimmt ja. Praktisch. Mhm. Stimmt, na gut, es war jetzt ein Shotgun-Schuss, also war jetzt nicht. Das ist so, als wenn dich die Viecher über den Haufen rennen. Vor allem mit 3 auf einmal möchte ich mich ehrlich gesagt nicht anlegen. Als wenn du die Wahl hättest.
Vor allem, ich weiß, ich kann rennen, aber ich möchte es einfach nicht. Wie gesagt, das Spiel gibt dann... In manchen Situationen ist es auch besser, langsam zu laufen. Einfach keine Aufmerksamkeit erregen. Mhm. Es ist echt erschreckend, wie gut man Mr. X und Co. outsmarten kann, wenn man einfach nur gelassen durchmarschiert. Ist hier Leichenhalle? Ja, Leichenhalle. Ah. Autopsiebericht, yada yada. Na, verstorben Justin Hansen, männlich, weiß, 39 Jahre alt. Personal, vom Personal tot im Bett in Gefängniszelle aufgefunden. Hände und Leichenstarre zusammengebalten. Sollte bald nachlassen. Wahrscheinlich nach Lösung des Lichts verstorben. Der Verstorbene war ein Kleptomane. Okay. In meiner Haft saß, unglaublicherweise klaute er sogar im Gefängnis weiter, wobei ihm noch eine klinische Diagnose entspricht. Oh. Der Typ hatte einen Job gehabt. Klaui, nicht klauen. Ich kann ernsthaft jedes Ding hier aufmachen? Jupp. Oh boy. Du musst den Typ ja suchen, der hat was du willst. Ach, na okay, ich kann nicht auf den Schildern lesen, wie deren Namen sind. Nö, da musst du schön durchsuchen. Ich guck mich hier trotzdem erstmal kurz um. Es ist auch überhaupt nicht suspekt, dass hier eine fucking Luke komplett fehlt. Es ist auch nicht suspekt, dass da so ein Typ in der Ecke liegt, den du komplett ignoriert hast. Typ in der Ecke? Direkt neben der Tür. Echt? Ach, ein Typ. Oh ja! Oh, hi! Bist du Larry der Klau-Typ? Nein, ist er nicht. Mit Sicherheit nicht. Aber er möchte auch ein Freund von dir werden. Ja, also, ne. Ich nehme ja in der Regel keine Freundesanfragen an. Der Zombie hat dich angestupst. Zombie hat dich gebissen! Mach ich die Dinger gerade so richtig auf, oder? Ah ja, okay. Also in denen, wo es drin ist, die gehen halt komplett auf. Die anderen, wo leer sind. Oh, Alter. Warte mal. Ich glaube, ich habe unser Suspekt gefunden. Hm? Ah, Bingo. Guten Tag. Möchten Sie mit mir über Gott und die Welt reden? Du hast ihm sein Spielzeug geklaut. Das mag er nicht. Naja, er hat im Knast noch weiter geklaut. Ja, aber was du im Knast bekommst, das gehört dir. True that. Ein Messer im Rücken, ein bisschen Kartoffelbrei, Syphilis. What the? Oh, Alter! Okay, he dead. Oh, ich habe das Gefühl, der steht gleich wieder auf. Also der eine steht nicht wieder auf, so viel ist man sicher. Ja, die Schadensindikatoren sind halt wirklich Bombe in dem Teil. Ja, Alter, ich hab den einmal so eine Shotgun ins Schädel gezogen und... Oh Gott, Leon, hör auf zu ziehen. Das Ding wackelt. Gehört dir das jetzt so? Das gehört so. Okay. Ist nach dem Motto, nope. Alter, dieses Spiel, ey. Was mit dir? Was mit dir, Junge? Möchtest du Eis? Oh, eine Flashbang. Nice. Ich weiß, es ist schon eher riskant, jetzt hier die ganzen Dinger noch zu öffnen, weil hinter jeder Tür noch irgend so ein Zombie durchgeknallter sein könnte oder ein Zahnarzt. Durchaus. Aber es lohnt sich... Was ist das denn jetzt? Oh ja, Kakerlaken. Geil. Und wer hat hier einen Topf Blumen reingepackt? Ich glaube, Rebecca wollte sicher gehen, dass sie den Topf nicht fressen. So, wie war das? Blaues und Rotes kann ich auch kombinieren, ne? Blau und Rot kannst du auch kombinieren. Das gibt dann halt so einen gewissen Regenerationsboost. Also ein bisschen wirst du geheilt, soweit ich es weiß. Und du wirst halt resistenter gegen Schaden und Gift. Na, das heben wir uns doch mal auf für Situationen, wo wir es brauchen. So, da oben können wir noch. Mittlerweile halt wirklich schön, dass man die Dinger auch so fressen kann und nicht unbedingt ein grünes braucht. Ich wollte gerade sagen, warum rennt Lehen die ganze Zeit? Ach, schon wieder so eine Kurbel. Ja, schon wieder der Hebel. Oh. Schon wieder der Hebel. Ich muss dann immer an die Szene aus Deponie 1 denken. Ah, schon wieder der Hebel.
Na, Hundis? Schlaft ihr noch? Yes. Yes, you still sleep. Gut. Naja, zumindest die. Ja. Ich bin das nicht gewohnt, dass Umdrehen auf Kreis mitliegt. Aber das ist ein unglaublich guter Rückdreh-Dingens. Ich meine, auf Tastatur ist es in eine Richtung und dann Sprint-Taste. Kaputten Schlüssel? Welchen kaputten? Meinst du den hier? Den Autoschlüssel. Einfach in die Garage gehen und drücken. Ah ja. Piep, piep. Ach so, ja. Gut, in die Garage wollte ich jetzt sowieso. Muss ich jetzt sowieso. Na gut, beim Schießschaden kannst du nur halt noch die eine Tür öffnen. Hm? Du hast ja einen neuen Schlüssel bekommen. Stimmt, ich habe ja den Schlüssel noch bekommen. Ganz vergessen. Aber ich würde ganz ehrlich, warte mal. Kann jetzt hier nirgendwo speichern, ne? Noch nicht. Noch nicht. Ich glaube, du solltest in der Garage stehen zum Beep-Beep machen. Sonst reagiert er nicht. Ja, ich mache erstmal das. Nee, nicht kombinieren. Hm? Ah, hier. Polizeikarre. Was haben wir denn hier? Gewerkschaft Mathilda. Mhm. Nani? Make Mathilda strong again. Mit der Waffe 3 Salven? Oha. Make Mathilda great again. Soll ich das wirklich meinen? Das klingt nach einer ziemlichen Munitionsverballerung. Wenn du gedrückt hältst, haust du 3 Schuss raus. Wenn du nur kurz antippst, haust du 1 raus. Oh, ach so. Oh, wie cool. Oh, aber dann verbraucht das Ding auch 2 Slots. Okay, verstehe. Ja gut, das ist so ein kleines Ding. Ich find's geil, dass die Mathilda ist jetzt an sich größer als die Shotgun, aber, ne? Hm. Warte mal, habe ich das gerade richtig gesehen? Das Rote könntest du noch in der Kombi reinhauen. Oder? Rotes? Ich habe hier noch... Nee, das ist beides Rot-Grün, was ich habe. Ah, okay. Ich habe einmal Rot-Grün und einmal Rot-Blau. So. Ich habe nur kurz Farben gesehen. Ich habe ein Rotes über. Oh mein, der Schlüssel kommt weg. Das Schlimme ist, ich habe so in dem Spiel jetzt hier die Abneigung, immer nur so dann und wann mal auf den Chat zu gucken. Weil ich einfach so... Im Spiel, ne? Oh, bisher sind sie brav. Ich weiß, hier kommt der jetzt durch die Tür. Echt jetzt, auf YouTube gibt's einen Kanal, der erklärt hat, wie der Mathilda-Schaft funktioniert. Mann! My aim is trash. Okay, den Schlüssel brauche ich auch nicht mehr. Aber aktuell habe ich keine Platzprobleme, also stört mich das jetzt auch gerade. Das ändert sich. Ich weiß. Ich will's auch gar nicht anders, wenn ich ehrlich bin. Ah, ein Film! Okay, warte mal. Jetzt ist also der Punkt, wo ich den Schlüssel wegschmeiße. Und ja, ich hab den ja, ne? Das war ja abgehakt. Das ist so ein schönes Feature. Ich frag mich, was auf dem Film sein könnte. Ja. Du weißt es. Ich nicht. Sonst noch weiß was? Ich es? Ich weiß es nicht. Wisst ihr als Kinder? Alter, aber mit so einer Salve macht die Mathilda echt Damage auf einmal. Oh ja. So eine 3-Schuss-Salve? Gerade wenn du so große Ziele hast. Alter. Das Ding ist ja damals gewesen, Mathilda muss es ja auch umständlich zusammenbasteln, aber dann hast du halt auch wirklich Horden niedergemäht. Ja, ich merke schon. Und es war bitter nötig. Kann ich nicht... Ach nee, warte mal, wenn ich jetzt zurückgehe, ist ja auch... Kann ich nicht einfach zurück? Ich könnte einfach zurück. Aber komm, ich spiele YOLO. Viele Optionen hast du ja gerade nicht. Wieso? Ich könnte doch wieder. Ich könnte doch zurückgehen, oder? Naja. Nee, du bist ja halt durch den Steg gefallen. Du kannst nicht komplett zurück. Ach scheiße, stimmt ja. Du könntest halt nochmal nachgucken, ob du irgendwas vergessen hast zu looten, aber du hast alles mitgenommen. Shit. Jetzt gerade würde ich lustig. Echt gern speichern. Darfst du aber nicht. Deswegen, ich bin auf Warnung und ich bin... Ich weiß du was, ich benutze jetzt lieber einmal. Ist mir scheißegal, wenn das so eine kleine Waste ist, aber...
Och, better safe than sorry. Ja, better safe than sorry, eben. So, bislang habe ich hier alles. Stimmt, hier konnte ich nicht durch, weil ich diese Kurbel nicht habe und die Tür hier ist verschlossen. Die da auch, also bleibt mir nur noch der Weg da oben. Der Weg war fest verschlossen. Hey, na, Kollege? Oh, geil, ein Gefängnisblock. Ich hab grad schon wieder was gehört. Das ist. Oh Gott, nee. Hier komme ich nicht durch. Du wirst ein Problem, habe ich das Gefühl. Na, sparte die Munition, bringt nix. Ich schieß sowieso nicht auf Leichen. Du jedoch! Nee, sparte die Muni. Ist ein gut gemeinter Tipp. Okay. Bringt eh nix. Oh Gott! Alter! Oh, Angel, oh. Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, ich möchte nicht diesen Hebel ziehen, oder? Kannst du eh noch nicht. Kann ich eh noch nicht? Beziehungsweise den willst du noch tatsächlich ziehen. Gut, es hat nichts gemacht, okay. Alter. Aber gut, dass du ihn dir vorgemerkt hast. Der wird später wichtig. Na nie. Hey. I don't believe it. Wer bist du und warum siehst du aus wie Hideo Kojima? Hello, human. You been here long? Das ist jetzt eine Vorstellung von Kojima. Are we the last ones alive? No, no, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Iron sent you. Irons? You mean Chief Irons? Irgendwie mehr aus wie so ein junger Jeff Goldblum. Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. Was ich mich ja nur gerade frage, wie konnten die hier infiziert werden, die in den Zellen sind? Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Ja, ein paar wurden gebissen und wurden weggesperrt. I have to talk to the chief first. Ja, das löst sich später noch. Look, we're both prisoners in the station. So either we play nice and help each other out. Shit, it's coming. What? What's coming? Come on, don't be an asshole. Okay, you need this. Just get me the fuck out of here. Oh fuck! Hello, it's me. Jesus! Oh, terminated. Oh fuck! Who is that? It's just me. So you can put that thing away. Nur du, ja. Du hast einen echt beefigen Arm. Happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me. Na, fass mich nicht an. I don't even know your name. Der Mantel ist von H&M, der war teuer. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Schluck. Name's Ada. Hey, Ada. Adele? Well, I guess the deal's Adele. On. Vor allem, ich find's ja geil. Das Ding greift einmal durch die Wand, zerquetscht seinen Kopf wie eine Traube und denkt sich, yeah, well, I guess I'm done here. Eine Kurbel? Oh boy. Was haben wir hier? Ja Mensch, dann weißt du ja, wo du lang musst. Schalterschrank, ja wieder zurück. Die Kurbel benutzen. Schalterschrank ist defekt. Können Sie eine Person schleunigst darum kümmern? Dürfte zwar einem bekannt sein, aber der Schalterschrank höllisch alt ist. Und Schalterschrankteile, die nicht mehr hergestellt werden. Im Transformatorraum? Mein oh Mann. Nur ein paar der Transformationsraum? Der Typ, der Glocke im Unterraum reparieren soll, muss er haben. Nehmen wir mit dem höflich darum. Ich glaube, höflich ist nicht unbedingt mehr so eine Option. What in the world? Alter, wie das aussieht. Did he piss himself? Yes. Sieht zumindest danach aus.
Als ob er sich bepisst hätte. What the fuck? Ja, ich muss erstmal komplett zurück. Es sei denn, nee, hier ist nichts mehr. Well. Also deine Aufgabe ist jetzt, zwei Blöckchen zu sammeln. Let's GTFO out. Ach, wie süß die Zombies in den Zellen hocken. Oh, look, she waving goodbye. Ja, die sagen tschüss. Sind sie nicht süß? Ich hätte wirklich gern Speicherpunkt. Ach, hättest du das gerne, kriegst du aber nicht, oh, du Mann. Arsch. Es ist noch nicht vorbei, du Arsch. genau. I really don't want to die here. Ja, genau. Durch den Zwinger. Wobei und C und A und Anunana. Schlecker, Schlecker, Schlecker. Und ein geschlossener Schlecker. In dem Fall ein erschossener Schlecker. Ein erschossener Schlecker. Ich dachte mal, das wäre nur so ein South Park-Gag, so nach dem Motto, man kackt sich ein, wenn man stirbt. Nö, ist tatsächlich so. Null Körperspannung gleich. Ja, stimmt. Dein Körper lässt einfach mal alles los, was nicht nied- und nagelfest ist. Lass alle Scheißigkeit fahren. Lass es raus, großer Junge. Weil jetzt sterben wir echt viel. Beschrei es nicht. Weiß. Naja, ich habe noch 3 Heil-Items bei mir, also... Beschrei es nicht. Ich weiß, nachher kommt irgend so ein Instant-Kill-Move und dann stehe ich da. Nee, aber du wirst gleich sehr viel Spaß haben. Ach scheiße, ich kann Box nicht mitnehmen. Aber du kannst Box öffnen. Echt, das kann ich auch so? Hm? Inventar, nee, ich kann, Inventar ist voll. Ach so, Inventar voll. Ja gut. Guck mir nochmal. Dann schaltest du erstmal den Strom ein, dann hast du gleich wieder mehr Platz. Schalte erstmal den Strom ein, dann habe ich erstmal genug Probleme. Ist die Muni erstmal ruiniert? Ja, doch. Das war mir irgendwo schon klar, dass es so weit kommen wird. Ist hier sonst noch was? Okay. Ist halt gut, wenn man im Vorfeld schon mal ein paar Freundchen entsorgt hat. Ah. Es muss in diesem roten Bereich sein wahrscheinlich. Mhm. Spannungstechniker für Arme. 20 Jahre Elektroniker gelernt oder mit irgend so einem Noob um die Ecke kommt und einfach an Schaltern umspielt. Mein Vater wäre absolut nicht stolz auf mich. Was, du hast das nicht sofort gelöst? Du bist enterbt. Wisst ihr, wie ich solche Rätsel immer löse? Indem ich einfach blöd drumherum probiere. Oh, oder so. Ah, yes. Ah, jetzt ja. Eigentlich erwarte ich immer, dass jetzt plötzlich Master Splinter irgendwo rausgebrochen kommt. Okay, das war unnötig. Aber bei Hunden mache ich hier... Da stelle ich keine weiteren Fragen. Bei denen lohnt es sich tatsächlich eher, eine Flashbang dann in eine Meute reinzuwerfen, wenn es zu viele sind. Ich muss echt an die Box denken. Kann die jetzt zwar nicht mitnehmen. Oh ja, du hast ja gleich wieder Platz. Ah doch. Wenn ich so weiter mit meiner Shotgun rumballer, ja. Ah, die Dokus lieben dich. Ja, hier muss ich halt nochmal wegen dem Elektronikteil hin. Aber ich kann hier jetzt durch. Oh fuck. Boah. Hör ein bisschen Panikballern betrieben auf einmal. Das ist ein bisschen. Da muss ich mich dran gewöhnen, dass ich jetzt hier mit der Mathilda nicht gedrückt halte. Ja, was du als allererstes dir angewöhnen solltest, vor Hunden wegrennen, ist die dümmste Idee. Stehen bleiben, zielen. Die sind schneller als du. Weglaufen ist, ne.
ist die dümmste Option, die du machen kannst. Ja klar, das ist ein Hund, was willst du machen? Das Ding ist bei denen, die gehen halt nicht sofort auf dich los, ab und zu machen sie halt noch so ein paar Drohgebärden, hast genug Zeit, um zu reagieren. Um zu zielen einmal kurz, ja. Und wenn es halt wirklich viel auf einen Haufen sind, eine Flashbang reinwerfen und dann kannst du sie in aller Ruhe wegschnetzeln. Oder Shotgun. Behalte jetzt erstmal die Matilda in der Hand. Just in case. Boah, auf einmal will das Spiel aber nicht, dass du speicherst. Also, holla die Waldfee. Ja, die wollen jetzt so ein bisschen Arschflattern verpassen. Ich hab so das Gefühl... Pausenraum? Na, wenn das nicht... Nope, hier... Oh, hier ist ein Typewriter. Yes. Oh. Baum hinten dran kriegst du nochmal einen Mr. Raccoon. Oh, fühlt sich das gut an. Oh, weißt du, du brauchst nicht so eine Limited Save Files. Es reicht einfach, wenn du nur längere Zeit keine Speichermöglichkeit bekommst. Und zwischendrin einfach mal Mr. Kopfkrabscher reinbringst. Ja, wo einfach schon genügend Stress mit dir macht. Da war mal, jetzt will ich mir diese Mr. Raccoons aber auch mal ansehen, wenn ich sie denn finde. Ey, ich muss erstmal Licht anmachen hier, ey. So. Muss den Bart mal hinter der Tasche gucken. Was? Hinter der Tasche? Ach, da, ja. Ach du Kacke. Ja, die machen so ein komisches Sirrgeräusch. Warum habe ich zweimal geschossen, ich Idiot? Elektroteil. Ja, ich muss erstmal einiges an Zeug weglegen. Magnum Muni. Ui. Vor allem, ich find's auch geil, wie cool die Munitionstypen aussehen. Ach, hier ist die Kiste. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Kiste? Sharrow. Killen kannst du Mr. X außerhalb vom Endfight eh nicht. Nee, das war mir klar. Okay. Also da verschwende ich meine Munition erst gar nicht, nur um zu testen, wie lange der am Boden bleibt. Ich pack jetzt erstmal ein bisschen was weg, damit ich wieder Platz hab. Also früher konnte man ihn halt betäuben. Ich meine, er hat dann auch noch irgendwie Zeug in der Tasche gehabt. Ich glaube Munition sogar. Wo man sich auch fragt, warum zum Teufel hat er Munition dabei? Er hat immer eine Waffe. Ja gut, er hat seine Fäuste. Es genügt. Nee, aber tatsächlich, ich habe noch nicht versucht, ihn abzuknallen. Weil ich genau weiß, es bringt eh nichts. Just run for your fucking life. Eben, du kannst ihn kurz außer Gefecht setzen, wie damals, aber ich probier's erst gar nicht, weil es Munitionsverschwendung ist. Tut keine Not. Elektroteil. Brauchen wir das denn? Na, ich muss erst mal überlegen jetzt. Ich glaube, ich gehe jetzt einmal zurück, hol die Box. Setz am besten erstmal die Sicherung vorne ein, dann hast du einen kompletten Durchgang wieder an die Polizeistation. Ach so, okay. Das kann ich hier in der Nähe machen? Ja, im Prinzip ist es an der anderen Seite von dem Tor, wo der eine halbierte Polizist liegt. Ach! Dann hast du halt wieder einen kompletten Zugang und kannst halt auch mal gucken, was du noch so mitnehmen willst. Ach, hier bin ich! Oh, warte mal. Oh, warte. Ich brauch mal ein Holz. Ich hab ja noch eins. Ein Holz in the middle of my street. Deswegen... Aber wenn Holz davor ist, kommen sie gar nicht durch, oder? Ich glaube, das ist tatsächlich schwierigkeitsbedingt. Also, bisher habe ich noch nicht gesehen, dass sie durchgebrochen sind. Aber anscheinend soll es passieren können. Fuck, hier. Guten Appetit, geh mal zu deinem Kumpel. Perfekt. It's delicious. It's delicious, I say. Alter, von dem ist nichts übergeblieben. Hör auf, den zu essen! Du sollst aufhören, hier zu essen. Es ist hier kein All-You-Can-Eat-Buffet. Hey! Willst du nur selber dran nachdenken? Nicht mein Bein essen! Aber der Schuh sieht lecker aus. Ist Wildleber. Ist der Schuh vom Prater? Alter. Du bist nur noch halb. Und lebst ziemlich lang dafür. Ach Gott, so ungewöhnlich ist das jetzt nicht. Du kannst die Typen auch selber per Shotgun halbieren. Echt?
Hm? Das ist mir noch nicht passiert. Ach, stimmt, jetzt bin ich hier wieder. Da ist ein Kampfmesser? Mhm, an der Wand. Bin an einem Kampfmesser vorbeigelaufen? Oh ja, es steckt hier einfach in der Wand. Wow. Fuck. Okay. Immerhin, don't you fucking ignore. Schön mit Messer gegessen. Ignoriert er mich und isst jetzt einfach seinen Kollegen? Ja. Nö, das ist mir zu blöd. Erstmal Mittagessen. Was ist mit dir? Gib Ruhe! Meine Güte! Ich glaube, der will Akten machen. Es ist so ein halbes Hähnchen und denkt sich, ja Mensch. Oh nein, Papierkram, Chef wird sauer. Oh nein. Oh no. Oh, warte mal, wir haben ja jetzt auch noch den anderen Schlüssel. Das heißt, wir könnten hier jetzt wieder zurück in den Aktenraum. Du kannst auch den Film entwickeln, dann kannst Film. Du dein Tresor öffnen. Hier oben ist noch. Hier oben ist noch eine Wäschekammer. Da willst du rein. Nee, warte mal, hier, ich sehe das gerade. Das ist ein Herz und das ist eine Kreuztür. Warte mal, welchen Schlüssel ist. Welcher ist das jetzt? Schon nachgucken. Das ist doch. Karo-Schlüssel, ja, ich wollte gerade sagen. Das sind meine Zeichen wieder total im Arsch. Ja, dann kann ich hier oben doch, ja, in die Wäschekammer kann ich. Ah, fuck, dann. Ach ne, hier habe ich doch aufgeräumt. Hier ist doch nichts mehr. Der Licker ist tot. Ach ne, ich kann auch einfach durch die Bibliothek marschieren. Warum ist es mir so schwierig? Ein erschossener Schlecker. Ein erschossener Schlecker. Das ist die einzige Tür, wo ich jetzt gerade mit noch durch kann. Der Rest. Ja. Aber cool, jetzt können wir wenigstens einmal zurück. Euch, Kollegen, ignoriere ich mal kurz. Ihr seid ja, am besten zur Fotokammer rennen, mal den Film entwickeln. Dann kannst du auch ganz oben gleich den Schließfach mitnehmen. Ja, eben. Aber Moment mal, für den Schließfach habe ich doch die Nummer gar nicht. Was meinst du, wofür der Film ist? Hey, X-Gamer. So, jetzt sind wir wieder hier. Will jetzt aber mal gucken, was ist mit Dings? Oh nein. Oh doch. Marvin. Oh nein. Oh, no. Oh doch. Damn it. Oh nee, komm. Sorry. Alter. Amalie. I'll stop this, Lieutenant. I promise. Alter, den Kopf gespalten, ey. Wir schicken Clementine eine Grußkarte. Jesus. Stimmt. Oh, sorry. Ich wollte nicht so ins Mikro pusten. Das war so ein Schnaufer. Ja, ich gehe über die Bibliothek. Bibliothek. Nächster, bitte! Gott, X-Gamer, habe ich mich gerade für den Sub erschreckt, mein Dude. Aber vielen Dank für 16 Monate abonniert sein, mein Duden. Und OTH Mantius, danke dir auch fürs Followen. Ach guck mal, schon brauchen wir den Schlüssel nicht mehr. Gut, dass wir hier so eine dreckige Wäschekammer haben. Oh, nicht nochmal so einen tragbaren Tresor. Ja, du brauchst ja noch deine zweite Taste. Oh. Ne, warte. Links, rechts, geradeaus. Hä? Die hier. Halt, halt. Okay. Ich bin super schlecht in mir super kurze Dinge merken. Wisst ihr das? Aber ich finde die Idee irgendwie cool. Das fuckt nur unglaublich tierisch ab. Oh, das Ersatzteil. Oh, ich habe so lange darauf gewartet. Endlich kann ich diesen Raum da unten abschließen. Endlich eine weitere Tasche. Und nochmal Schießpulver. Hatte ich nicht? Ich wollte gerade sagen, ich habe doch auch Hochwertiges.
Endlich wieder Pulver schieß. Ja. Ich mag es, wenn ich Shotgun-Munition herstellen kann. Mein, to be honest, wer mag sowas nicht? Hey, Echo. Er mag seine Steelboys ganz, ganz arg. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, wie gehe ich da jetzt am schlauesten? Ich glaube, ich gehe einfach von hier oben, weil hier oben ist alles safe. Ich hier einfach runter und bin direkt in der Dunkelkammer, ja. Weil ich weiß, da eine Etage höher war ja noch der Licker. Wenn ich den vermeiden kann. Ich hätte jetzt bei der Raccoon Stars Abteilung hinten durchgehen können. Die Treppe runter zur Dunkelkammer hättest du entwickeln können. Ja, ja, das mache ich jetzt auch. Ach ja, stimmt, durch den Duschraum muss ich, genau. Weiß schon, Dusche, kennst du nicht, Gamer. Lian muss nicht duschen, seine Haare sitzen auch so. Oh, fuck! Ach, Stank. Oh, wo kommt die Kant denn her? Jesus! Was, die? Oh, ich hab ganz vergessen, dass die existiert. Du fucking Kant! Halt mal kurz! Was sollst du das gemein an einem Zombie, wenn der an der Tür steht? Oh fuck! Ich hab den vergessen! Oh Scheiße! Dein Maul, du kommst da eh nicht durch. Warte, hab ich den Film jetzt? Ach, ich hätte den Film zurückgelassen! Ach nee, warte, hier. Ja, ist doch hier eine Truhe. Oh Gott! Man wird ganz tuddelig hier! Oh, machst du dir Stress? Das Spiel macht einen Stress, ja, aber es ist gut. DCM. Nicht DMC, Devil Cry, maybe? Ganz genau. Ich hab dir ja gesagt, du wirst das Passwort mögen. DCM. Devil Cry, maybe? Man könnte ja fast meinen, sie haben das so einen Hint hinterlassen für das nächste Spiel. Ist Capcom. Capcom macht an sich aktuell eine Menge richtig. Das muss man ja mal leider sagen, aber Capcom macht aktuell eine Menge richtig. Ich möchte zwar immer noch dem Kerl in den Arsch drehen, wo er gemeint hat, ach, wenn die Fanresonanz hoch genug ist und man wirklich Interesse hat, machen wir vielleicht ein Remake von Teil 3. Du stehst nur mit der Axt daneben, macht endlich, fangt an. Ich will das gestern. Ich will das schon vor 10 Jahren. Magnum-Munition, okay. Und jetzt muss ich noch mal ganz runter? Nee. Doch, ganz runter, ja. Neben der Dunkelkammer. Hast du eigentlich schon die Dose gefunden? Die Dose? Du hattest ja den Stein schon. Ja. Geh jetzt erstmal wieder ganz runter und dann zur Waffenkammer da. Mhm. Erledige das einmal. Auch wenn hier offenbar noch irgendwie... Oh oh. Oh oh. Nö, 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 nö. Safe Room Rules! Safe Room Rules! Wieso ist da ein Licker? Den hast du vergessen. Der war doch da nicht! Seit wann ist da ein scheiß Licker? Oh. Der taucht auf, sobald Mr. X auftaucht. Oh fuck. Na gut, den muss ich sowieso, dann muss ich den so oder so loswerden. Ich nehme mal eine Mische mit. Die Magnum Muni kann ich wegpacken. Und die Taste habe ich bei mir. Ja, an sich ist das gut. Okay. Oh Gott, ein geschlossener Schlecker. Ach, verdammt. Wo ist das Vieh jetzt? Es ist wieder zurückgegangen. Ja. Nach einer Weile ignoriert er dich und geht wieder zurück. Okay. 202 und was war das noch? War da noch was anderes? 102? Ne, 203 und... Ich pack das Ding erstmal rein. Link.
Oh. Andere Seite gucke ich gleich nochmal. Erstmal mehr Space. Wuhu. Mehr Space. Wuhu. Und hier war 103, ist ein Messer. Messer haben oder nicht haben, also. Spaß mit mehr Space. Wuhu. Noch um Spaß mit dem Messer. Der Komplettitätshalber. Ich hab grad Platz über, also von daher. Jetzt überlege ich gerade, hast du in der dritten Etage alles mitgenommen? Jetzt ja. Also soweit ich konnte. Also Karte sagt nein, oder? Ja, Karte sagt nein. In den Uhrenturm komme ich ja noch nicht. Okay, gut, gut. Also sonst habe ich hier auch jetzt keine Gänge möglich. So. Es fehlt ja die Bibliothek noch, wo ich die... Ich muss noch mal hier... Stimmt, in der Bibliothek musst du dich mal umgucken an der Seite. Echt? Beziehungsweise, wenn du später einmal die ganzen Bücherregale weg hast, ist hinter einem der Regale noch ein bisschen Munition. Aber ich glaube, da müsste auch noch anderes Zeug rumliegen. Ich muss auf jeden Fall gleich wieder in die Eingangshalle und zum Kunstraum hin, weil da habe ich ja jetzt die Kurbel. Die ich noch brauche. So, erstmal muss ich jetzt aber hier nochmal durch an dem Licker vorbei. Wie gehe ich noch am besten? Ich bin einmal quer durch und dann durchs Büro. Oder es steht direkt neben mir. Das ist natürlich, ne? Ja, wisst ihr was? Ihr beide auch, ne? Ihr könnt mich mal seitwärts. Tschüss. Blech. Du mich auch. Natürlich spawnt dieses Drecksvieh genau geht neben mir. Hat aber zum Glück nicht genug Schaden verursacht. Oh, blödes Mistvieh! Tank genau vor der Tür! Jetzt hast du seine Gefühle verletzt. Oh, ein Sackgesicht. So, Nö, Mr. X lässt sich noch nicht blicken. Mr. X. Schon höher. Geduld, nepp, Geduld. Oh, ich krieg trotzdem Besuch. You know what? You can suck dicks. Bleib mal ruhig in der Eingangshalle, ist mir scheißegal. Oder wisst ihr was? Ich habe mich anders entschieden. Du bist mir zu penetrant. That's what you get. Ich habe ein Messer noch über, also von daher. Doch nicht die Granate! Ich hatte doch das Messer ausgerüstet. You dead? You dead? You dead? You dead? I think he dead. Wunderbar, da geht meine Flashbang hin. Für Notfälle. Sieh das positiv an der Sache. Mehr Platz. Yay. Ich freue mich später, ja. Kann das Regal jetzt schon schieben? Also ja gut, da, also in der Mitte fehlt ja halt noch der Hebel, um das Ding runterzulassen. Der Hebel. Den Übergang kannst du halt nicht komplett schließen. Ach so. Aber ich kann schon mal hier so weit schieben. Ja, und dann in der Ecke hast du dann nochmal Munition. Oh ja, ich sehe. Na holla. Oh Mann, das ist schön, die Flashbang weggeschmissen, einmal in die Tonne. So, warte mal. Jetzt habe ich die Bibliothek auch abgehakt. Nur für das Stars-Büro fehlt mir halt noch der PC. Ja, da kommst du noch dran. Ja gut, dann gehe ich jetzt erstmal wieder. Mache ich einen Abflug. Benutze eine Kurbel. Ich hätte wirklich gedacht, ich hätte mein Messer ausgerüstet. Ja, das Inventar wird so langsam. Aber Munition? Gut. Wer braucht denn schon Munition? Er hat eine Kurbel. Ich hab eine Kurbel, ja. Hau den Viechern zur Not einfach die Kurbel ums Schädel. Da bin ich rigoros. So, warte, ich gehe aber hier einmal auf Nummer sicher, weil ich glaube... Wart ihr hier oder wart ihr... Nee, seid ihr tot? Hab ich euch entsorgt? Hab ich euch echt entsorgt? Hier waren doch zwei Loser. Ach, die zwei Typen, die gebrannt hatten? Nee, die haben nicht gebrannt.
So. Lass mich raten, Kurbel brauche ich jetzt auch nicht mehr. Da gab's noch ein... Dreh die Kurbel, Kronk. Ja, Kurbel ist nicht mehr von Bedarf. Mhm. Oh, und guck mal, hier ist auch wieder ein Mr. Raccoon. Steht hier einfach. Hm, ich empfehle dir am besten erstmal nach unten zu gehen. Ja, hier ist eine Herztür, da komme ich nicht durch. Ich wähle die Nummer an, nur damit ich das für später weiß. Hm. Unten. Ja, nach oben. Setze ich mal Balkon, Dach. Ja, da musst du zwangsweise auch noch lang, aber unten ist erstmal so dein Hauptziel. Okay. Ich muss sowieso nochmal in die Garage zurück und den Karton holen. Ja, da kommst du ja eh dran vorbei. Du musst ja zwei Teile hinbringen. Shit, ich kann hier nichts mehr verbarrikadieren. Gut, ich bewege mich mal ein bisschen schneller. Auch eine Herztür. Scheiße, sind schon durch. Fuck. Na geil. Noch eine Tür, wo ich nicht durch kann. Na, aber du brauchst es halt für die Karte. Ja, jetzt habe ich hier nur gleich andere Sorgen. Nämlich ihn hier. Ach, Sorgenpopporten. Richtig. Komm. Zeig ihm dein Messer, wie scheinbar es ist. Nö, ich geh an ihm vorbei. Ich muss hier sowieso nochmal hin. Also kann er sich sonst wohin lutschen. Mir scheißegal. Ob er sich ins Knie ficken kann, habe ich gefragt. Er kann sich ins Knie ficken. Er kann's abnehmen. Er kann's abnehmen und sich damit ficken. Also du meinst, er muss sowieso nochmal wieder zurück. Naja, also da unten muss zwangsweise eh nochmal rein. Oben ist dann halt noch ein weiterer Weg. Ja, warte, ich muss dann sowieso nach oben, also, weil eine Option habe ich gerade nicht so wirklich. Eben. Also gehe ich jetzt nach oben. Was ich halt so mittlerweile so mitbekommen habe, die Leute rennen immer erst alle nach oben und ignorieren dann halt die ganze Zeit. Unten wäre ja auch noch ein Ding, wo man abgrasen müsste. Und dann fragen sie sich, wo muss ich den Schlüssel reinstecken? Ach guck mal, eine Flashbang. Die packe ich zu meiner anderen, wenn ich eine hätte. Rest in Peace, Flashbang. Aber er hatte die eben nicht. Ich weiß, es ist, ne, Ausreden und so. Fuck you. Du warst im Stress. Nee, ich hab Dings gedrückt und ich war der Meinung, er hätte das Messer gehabt, aber hat er nicht. Komm, passieren. Ach, Regen, meine Haare. Meine perfekten Haare. Treibertaff. Blaues Kraut. Vor allem, wie häufig man blaues Kraut findet. Ja gut, jetzt hat sie auch im Ende nicht mal Nutzen. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Will ich erst in den Lagerraum und daraus in die Eingangshalle? Geh am besten erstmal in den Lagerraum ab. Trau mir an dem Punkt. Okay. Danach gras man den Balkon ab. Das ist wirklich mal ein Lagerraum. Oh, hier ist Besuch. Da. Mann! Ja, aber ganz gut, dass du den Hut getroffen hast. Gibt's noch ein Achievement für, wenn du 5 Cops in den Hut runterballerst? Da gibt's ein Achievement für? Hm? Also 5 männlichen Cops in den Hut runterballern. Dead. What the? Oh. Jo, okay. Warum soll ich jetzt so gehen? Perfekte Zähne. Ja, es war, die waren bestimmt alle mal Zahnarzt. Den hast du ja kennengelernt. Der macht seinen Job gut. Ja, wie klaustrophobisch das hier ist, ey. Oh, Shotgun-Muni. Mhm. Herztür. Boah, Gottes Willen. Tür. Mittig liegt dann noch ein Teil, wo du für den Ohren kommst. Ja, hier, ich sehe schon. Das ist ein großes Teil. That's a big part. That's a big chungus. Na ja, gut, du konntest ja mal wieder ein blaues Kraut verwursten. Geschlossene Tür, doch Hammer.
Aber ich bin nicht angeschlagen und es sind noch keine Gegner in der Nähe, also... Deswegen kannst du es ja trotzdem reinmixen. Ich habe nur zweimal blau, ich kann hier nichts mischen. Du hast doch eine Rot-Grün-Mische. Kannst du noch blau reinmixen. Echt? Ja. Boah, Tatsache. Das ist dann halt die Ultimativmische. Da hast du dann wieder instant volles Leben und hast du noch einen Resistenzfaktor drin. Achso, ich habe nämlich die Textkerge so ein bisschen geskippt innerlich, wo ich... ja, geil. Leon, don't fuck this up. You fucked it up. Jetzt fehlt noch, dass ihm die Leiter irgendwie auf den Kopf knallt oder so. Dong! Aua! Oder irgendwie noch so eine Schraube, Long. So eine einzige Schraube, ja. Hallöchen. Hallo. Ach, wo man von Schrauben spricht, die Schreckschraube. Hi. Hi. Na, Schnuppi? Der Hebel. Wo bist du denn entlaufen? Ach Gott, da ist jemand voll in Character. Oh Gott. Jetzt hat er die schöne Munition auf der Bank ignoriert. Ja, ich... Schäm dich. Hallo, Backseat Gaming Motherfucker. Von wegen Backseat Game, du hast voll drauf geguckt und ignoriert, du liebst deine Munition nicht mehr. Ja. Er liebt seine Munition nicht mehr, dann kann er die mir ja geben. Du hast nicht mal eine Knarre, Keks. Doch, habe ich hier, da vorne. Zwar nicht die von Ash, aber egal. Sick burn! Wo ist der Shadow gerade? Er ist gerade bei einem brennenden Helikopter und traut sich die Treppe runter. Ich guck mich um, you fick Schitzel. Leon oder Claire gerade? Leon. In der Version, wo ich erstmal wieder umschalten muss, weil Keks schon wieder viel zu laut ist. Die Version ist das. So. Ich habe gerade eher Spaß hier auch mit meiner Monster High Figur. So, noch weiter runter, so. Sie sieht sehr lustig gerade aus, Hohl. So, jetzt haben wir es. Deine Definition für lustig ist sehr fragwürdig. Ich gebe der Figur gerade neue Haare. Hä? You got me.